Hallo, herzliche Grüße hier aus dem thüringischen Exil, aus dieser wunderbaren Idylle. Wie ihr seht, es gibt schlimmere Krisensituationen. Mir geht's gut, ich habe mich nicht infiziert, ich bin fit und ich nutze die Zeit jetzt einfach, um zu üben, neue Musik zu schreiben, neue Texte für Lieder, den angestauten Ideen mal Raum geben. Dazu ist jetzt Zeit. Hat also auch immer was Gutes an sich, so eine verordnete Zwangspause. Ja, und ich grüße natürlich herzlich nach Dresden alle Dresdner, alle Freunde des Dresdner Friedrichstadtpalastes, und ich hoffe, wir sehen uns alle nach Corona wieder gesund und munter wieder in Dresden mit neuen kulturellen Ideen, mit einem hungrigen Publikum, Hunger nach Kultur, nach Kunst. Jetzt ist erstmal eine Zeit für eine kollektive Besinnung. Eigentlich ist ja die Weihnachtszeit die besinnliche Zeit, aber alles, wir verhalten uns dort ganz anders. Es ist alles andere als besinnlich. Und deswegen ist jetzt die Möglichkeit, mal tatsächlich zur Besinnung zu kommen. Und dann noch ein kleiner Hinweis: Auch in Zeiten von Corona wird Hyäne groß geschrieben. Also mit großem H. Macht's gut.